Efkan Bekiroglu ließ sich im Fkadres nicht von 1860 Verteidiger Philipp Steinhardt einfangen. Ab jetzt trifft er für und nicht gegen 1860 Foto. Getty Images. Am Montag startet 1860 um 15 Uhr mit dem Laktattest in die Saisonvorbereitung für Liga 3. Mit dabei, Efkan Bekiroglu, 22. Die Löwen holen ihren Killer. Der Regionalliga-Topspieler des FC Augsburg 2 hatte zuletzt 1860 mit 2 Toren und einer Vorlage fast im Alleingang 3:2 bezwungen. Ab jetzt trifft der Deutsch-Türke für die Löwen. Die Bilanz des Mittelfeldspielers vorige Saison, 33 Spiele in der vierten Liga, 11 Tore, 10 Assists. Zweimal stand er im Bundesliga-Kader der Schwaben, allerdings ohne Einsatz. Der große Durchbruch ist ihm nicht gelungen, bei 1860 hat er beste Chancen, Stammspieler zu werden. Bringt Bekiroglu auch gleich noch seinen besten Freund mit? Tim Rieder, 24, würde gut in die DNA der Mannschaft von Daniel Birovka, 39, passen. Tim Rieder absolvierte 5 Bundesligaspiele für den FC Augsburg. Hier versucht er FC Bayern-Star Frank Ribéry zu stoppen. Foto, Witters. Der Augsburger Bundesligaspieler, Vertrag bis 2021, war seit der Winterpause an den polnischen Erstligisten Breslau ausgeliehen, 13 von möglichen 16 Startelf-Einsätzen. Augsburg würde den Innenverteidiger, der aus Dachau stammt, noch einmal verleihen. Im 1860-Fokus soll auch Corbinian Vollmann, 24, stehen. Der Ex-Löwe hat bei Zweitligist Sandhausen allerdings noch Vertrag bis 2019. Teilen, Twitter, teilen auf Google Plus, per WhatsApp verschicken, per Mail versenden.